Willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von Endling Extinction is Forever. Wir schlafen in unserer Flugzeugturbine. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und mit mir dieses Spiel mitfiebert. Vorsicht, der Plünderer benötigt nur einen Schuss, um dich zu töten. Ja, da müssen wir natürlich äußerst vorsichtig sein. Und das heißt, wir kommen im Thema Spurensuche auf jeden Fall in der Folge hoffentlich wieder ein weiteres Stück voran. Weil der gute alte Plünderer, der Bastard, hat uns ja unser viertes Welpen genatzt. So. Dann laufen wir mal hier lang. Gucken wir mal, wo wir hier lang kommen. Ah, hier können wir Eier natzen. Nee, das hat nicht ganz geklappt. Komme ich da dran? Nee, komme ich nicht. Okay. Dann nehme ich halt das ganz oben mit. So, zack. Oh shit, da läuft einer. Okay, dann geben wir denen erstmal das Ei hier. Ganz leise sein, wenn da einer rumläuft. Okay, gibt es hier irgendwo irgendwelche Fallen? Nee, aber hier gibt es was zu tun. Wenn ich doch nur wüsste, wie ich interagieren könnte. Ey, was kann ich denn da machen? Da ist Futter drin. Gucken wir mal, ob wir... Okay, die sollen da mal warten. Da was machen können, da sind wir mal alleine. Ah, hier gibt es was zu futtern. Das holen wir uns auf jeden Fall. Ah, die fucking Maus ist davon gelaufen, weil wir nicht geschlichen sind. Zack, aber genatzt. So, schön ein bisschen Fleisch für die Jungen. Sehr gut. So, wo geht's hier links lang? Ist hier Fische vielleicht? Sollen sie mal schwimmen lernen, die Kleinen? Ich meine, springen können sie schon. Ach wirklich? Ich kann denen hier nur Schwimmen beibringen oder kann ich hier irgendwas machen? Nö. Tatsächlich nicht. Dann bringe ich denen hier nur eine Runde Schwimmen bei anscheinend. Nett. Na dann, gebt mal Gas, ihr kleinen süßen Racker. Weiter, weiter, weiter. Es scheint hier alles Inka-Gebiet zu sein. Müssen wir vorsichtig sein. Da gibt es Beeren. Die geben wir denen mal zu fressen. Und dann würde ich sagen, auch mal kleine Streicheleinheit danach. So. Echt niedlich gemacht hier. Echt niedlich gemacht. Richtig süß. Wir haben übrigens auch noch keine Namen vergeben. Für die Fuchsmutter als auch für ihre drei Jungen. Also wenn ihr einen Namen für sie habt, ja, so à la Tick, Trick und Track oder wie auch immer sie dann heißen sollen, könnt ihr gerne noch einen Namen vergeben für die vier. So, hier haben wir schön Ei, wird noch genatzt. Ausgewogene Ernährung. Schön Eiweiß für die Kleinen. Und hier war ein Mensch, da müssen wir wieder aufpassen. Da hinten seht ihr dann schon laufen.
Oh shit! Oh shit! Nee, da können wir nicht lang. Oh shit, der hat gerade einen Hasen gekillt. Oh shit! Oh shit! Der Bastard. Ja, beiß ihn! Hat er uns verletzt? Oh, fuck you. Und die Nacht bricht ein und wir müssen da lang. Nein, 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 nein! Oh, fuck you! Nein! Nein, wir dürfen nicht sterben! Oh, nein, hat er nicht gemacht! Nein! For real? Wir sind zum allerersten Mal gestorben. Shit. Okay, öfter mal was Neues. Damn. Alright, ich hätte nicht wieder dahin zurücklaufen sollen. Verdammte Axt. Mann, 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 da muss man echt aufpassen im Spiel. Ist ja wieder nichts für meinen äußerst offensiven Spielstil, den ich ja sonst in allen Spielen immer so pflege, aber Mann, Mann, Mann. Harte Nummer. Hat er uns gerade einfach eiskalt aufgeschlitzt, der Bastard. So, aber wir kennen ja jetzt schon ein bisschen hier die Strecke und holen uns hier gleich mal ein paar Eier. Komm. Zack. Runter. Erstmal füttern die Kleinen. Alrighty. So. Schnell weiter. Bevor uns der andere da sieht, der da immer langläuft. Hier kann man was lernen. Oder irgendwie. Ich weiß aber nicht, was ich da mit denen machen kann. Ich würde es ja gern wissen, was ich da machen kann. Also wenn ihr, die gerade zuguckt, das mal kurz googeln könntet, das wäre ein ganz großes Kino, wie ich denn meinen Welpen da auch mal was beibringen kann. Das fände ich ganz schmuck. So, hier gibt es bestimmt wieder die Ratte zu fangen. Aha, schon wieder zu schnell gewesen. So, geschlichen. Ali hopp, gotcha. Dann kriegen die Kleinen hier noch ein bisschen Ratte. Perfekt, gestärkt sind sie. Schnell eine kleine Runde kuscheln. Ja, ist schon niedlich. So eine kleine niedliche Sequenz zwischendurch. Haben sie schon echt schön gemacht. Das haben sie echt richtig gut gemacht. Hier, zack, bisschen Beeren für eine ausgewogene Ernährung. Man soll ja bunt essen, bekanntlicherweise, ne? Noch mehr Beeren, perfekt. Perfekt, Nahrung ist voll. Wir könnten ihnen da jetzt noch ein Ei mitgeben, aber das machen wir nicht. Das heben wir uns mal auf. Was ist denn das hier unten? Sieht nach Dreck aus. Und jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir nach Hause kommen, dass wir hoffentlich jetzt nicht von dem Typen genutzt werden. Ah, oh ja, da ist er wieder. Ja, dem wollen wir nicht begegnen. Oh, und der jagt uns richtig. Der jagt uns richtig. Oh, der jagt uns richtig.
Deswegen können wir hier wahrscheinlich auch im Kreis laufen. So, schnell nach Hause. Mann, Mann, Mann. Shit, Sackgasse. Oh oh. Es bleibt spannend. Da ist schon wieder so einer. Fuck, fuck, fuck. Weg, 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 weg. So, zeig uns den Weg nach Hause. Aber bitte bring uns nicht wieder zu diesem Hasenmörder. Da müssen wir jetzt echt aufpassen. Bei dem Typen. Die Bären nehmen wir noch mit. Die Musik ändert sich schon. So auffällig. Spannend, spannend, spannend. Schnell rein da. Oh, warte. Da gibt es noch einen Hasen. Den können wir noch mitnehmen, oder? Zack. Geil. Den nehmen wir noch mit. Lassen das die Kleinen schnell fressen. Alter, hat er uns gejagt. Ich meine, in der Folge hat er uns ja auch schon gekillt. Aber puh, da ging mir mal ganz kurz die Düse. Der hat uns ja richtig verfolgt auch noch. Über mehrere Meter. Geisteskrank. Da, da ist er, der Bastard. Mhm. An uns kommst du nicht ran. Und wir haben die Trophäe lecker erhalten. Okay. Probieren wir erneut unser Glück. Einen Tag nehmen wir auf jeden Fall mit. Ablenkungsorte führen den Wilderer über deinen Standort in die Irre. Okay, gut zu wissen. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch mal eine neue Spur. Wir können Ablenkungen platzieren. Noch haben wir keinen Ablenkungsort entdeckt. Okay. Aber wir haben eine neue Spur. Und der müssen wir auf jeden Fall nachgehen. Und ich sag Hallo zum Nuclear Bisto. Ah, fuck you. Kaum auf, nicht aufgepasst und direkt in eine Falle reingelaufen. Scheiße. Sorry. Nuclear Bisto, Wanda, schön, dass ihr mit dabei seid. Vielen Dank. Doch, morgen kommt eine Exklusivfolge Outriders raus. Und ich kann es euch auch ja gleich schon mal erzählen. Am Samstag gibt es den Outriders Marathon, Freunde. Da werde ich, sobald ich aufwache, bis ich ins Bett falle, den ganzen Tag Outriders zocken. Da kriegt ihr dann die volle Dröhnung von mir. Aber heute geht's um Endling, Extinction is Forever. Und ich würde mich richtig freuen, wenn ihr mir ein Like oder noch andere Kommentare da lassen würdet, wie ihr das Spiel findet. Und vor allen Dingen, die vier, hier die Mutter und die drei Welpen, haben ja noch keinen Namen. Ja, das würde mich dann auch nochmal interessieren, wie ich die nennen soll. So. Sehr gut. Kiddies fressen richtig schön. Ich habe mal wieder eine schöne Plastiktüte um den Hals. Und wir müssen aber hier jetzt weiter, weil wir haben eine Spur zu unserem vierten Welpen, das uns geklaut wurde, gefunden.
Okay. Wir folgen der Spur immer weiter. Ich finde diesen Comic-Stil, den sie hier machen und wie die ganzen Wälder und das alles aufgebaut sind, richtig geil, richtig schön. Guck mal, allein da hinten das Haus und so oder hier auch mit diesen Simulationen. Da ist unser Welpen. In der Kiste ist es drin. Hopi und Stups. Okay, dann hätten wir schon mal zwei der drei Welpenbabys auf jeden Fall benannt. Hopi und Stups. Wie soll denn der dritte heißen? Oh shit! Shit. Okay, sie haben Klettern erlernt. Dann klettern wir jetzt mal hier kurz hoch. Anscheinend hat er das jetzt gerade gelernt. Ah, wie cool. Also der Jäger schießt uns ab. Aber der Junge füttert uns. Ja, dann mal schnell wieder runter hier. Hopi und Stups. Ja, Hopi und Stups haben unten gewartet. Und der am Baum da rumgeklettert ist, das könnte vielleicht der Tarzan sein. Okay. Ist unser Kind entkommen? So, wir butteln. Hier haben wir eine Maus gefunden. Perfekt. Und dann haben wir hier eine Abkürzung tatsächlich jetzt freigeschalten. Auf dem Weg nach Hause. Unser Junges scheint entkommen zu sein. Aha, da gibt es noch Hühner. Also das ist hier wohl dann das Haus vom Dieb, vom Übeltäter. Und der scheint aber einen netten Jungen zu haben, weil der Junge hat uns gerade gefüttert. Wahrscheinlich hat der Vater uns das Welpen gestohlen, um es dem Jungen zu geben. Und hier ist einiges los an Menschen. Würde ich sagen, erstmal eine Runde schlafen. Perfekt. Mein lieber Wander, Hopi und Stups haben wir jetzt schon mal. Wie ist es denn mit der Mutter? Wie soll die denn heißen? Man könnte sie auch einfach Wander nennen. Okay, der ganz links, der Pinke, der hat Klettern gelernt. Sehr gut schon mal. Okay. Und wenn wir uns die Spurensuche mal angucken, dann seht ihr schon, wir sind schon ein gutes Stück vorangekommen hier. Wanda, die gute alte Fuchsmutter. Und ich beende an der Stelle dann das Video. Sag vielen Dank fürs Einschalten. Lass gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und der Livestream geht natürlich weiter.